Und das Thema möchten wir vertiefen. Wir haben Besuch im Studio. Katrin Klüver-Eschbruck ist bei uns. Sie ist deutsche-amerikanische Politologin und Journalistin. Einen schönen guten Tag. Hallo, ich grüße Sie. Ja, wir haben es gerade gehört. Sie haben diese Rede verfolgt. Wie hat sich Donald Trump denn geschlagen? War das jetzt der richtige Auftakt, der schwungvolle, der überzeugt? Naja, es war der, den wir hätten alle erwarten können und auch erwartet haben. Also es war klar, dass er sich nicht von seinen parteiinternen Kollegen von dieser Ansage abbringen lässt. Da wurde ja noch geschachert nach hinten. Er hat inzwischen natürlich auch viel Unterstützung verloren, weil es ist ja Fakt, er hat 3 verschiedene Wahlen verloren. Erst die Midterms 2018, dann seine Präsidentschaftswahl und jetzt eben auch wieder eine Zwischenwahl. Und nun wird in den Hinterkammern der Republikaner ordentlich gearbeitet, ob der Mann noch haltbar ist. Aber das interessiert einen Donald Trump erstmal nicht. Er wollte den Auftritt mit Pomp. Er hat gelogen, wie es auf dem Blatt steht, wie man sich das so vorstellen kann. Aber er hat das getan, was er wollte, nämlich sich wieder in den Vordergrund gebracht. Florida ist auch der Ort, an dem wir dann den größten Machtkampf wahrscheinlich sehen werden. Denn der Gouverneur Ron DeSantis hat einen historischen Sieg da eingefahren, kommt sehr gestärkt jetzt also. Und die beiden, da kann man sich auch denken, dass sie sich jetzt erstmal gegenseitig eigentlich schon mit Schmutz bewerfen werden. Donald Trump hatte das ja schon angekündigt. Wie dramatisch kann das für die ganze Partei werden? Naja, ich glaube schon, dass wir jetzt eine Schlammschlacht erleben werden innerhalb der Republikanischen Partei. Das kündigt sich auch schon im Kongress an. Es gibt die paar Kandidaten, die Donald Trump MAGA, Make America Great Kandidaten sind. Und die wollen sich eben schon mit der traditionellen Republikanischen Partei abarbeiten. Aber Ron DeSantis ist jetzt, kann sich im Grunde genommen bequem zurücklehnen. Erstmal schauen, wie Donald Trump sich aufführt. Und der sich am meisten freut, ist der lachende Dritte, nämlich Joe Biden. Der hat schon gesagt, zum Abschluss der Midterm-Wahlen, als er das hat reflektieren müssen, na, dann sollen die beiden erst mal schauen, wie sie sich aneinander abarbeiten. Auffällig ist ja, Donald Trump hat dieses Mal bei seiner Rede vom Teleprompter abgelesen, nicht freigesprochen. Und seine Tochter Ivanka, die ja eigentlich für ihn gearbeitet hat, hat sich prompt von ihm distanziert, von ihrem eigenen Vater. Wie sieht es denn aus? Glauben Sie, die Republikaner werden ebenfalls auf Abstand gehen? Sie tun es schon. Und das Spannende ist, dass gerade die Medien, die für Donald Trump so enorm wichtig waren, die Fox News dieser Welt, die von Rupert Murdoch besessenen Mediengruppen, die haben schon getitelt Trump die Dumpty, also wie werden wir Trump los? Und das sind im Zweifel gerade in diesem Narrativ, der für Herrn Trump so besonders wichtig ist, die Kingmaker im amerikanischen Geschäft. Und auch sein Vizepräsident Mike Pence hat sich schon in einem Buch und jetzt auch noch mal öffentlich geäußert, dass er einen besseren Kandidaten gerne im Weißen Haus hätte. Es bleibt spannend. Sie beobachten das weiter. Wir auch. Danke für Ihre Zeit heute bei uns im Studio. Danke. Sehr gerne.